Dein Leben gehört mir, Oboro. So. Ey, der Fies. Okay. Nein. So. Okay. Ey. Kann ich mir nie mal wehren, ja. So. Okay, verstehst du. Ich muss mal wieder einen Rettich nehmen. Ach, das Piep geht mir auch am Keks. So, ganz der Sound ist ein bisschen, gestört, ey. Schrecklich. So. Ey. Okay. Kann ich mal abwehren? Das geht nicht. Hallo? Das ist unfair. Hallo? So. Das gibt's doch nicht. Wir wollen noch ein Rettich. Das gibt's doch gar nicht. Verdammter Mist, ey. Vor allem kann man nicht mal abwehren. Abwehren diese Angriffe. Die sind nämlich unblockbar. Mit dem Schwert. Ey. Nein, das ist unglaublich. Hallo? So. Meine Güte, da müssen wir ordentlich ein Lehrgeld bezahlen. Ich kann nichts in diesen Angriffen machen, ey. Verdammter Mist, ich muss noch einen Rettich nehmen, da habe ich keine mehr. Na, das müssen wir mal vielleicht wieder aus unserem Inventar vielleicht nehmen gleich, wer weiß. Ah, täglich. Lass mich in Ruhe. Kann ich nichts gegen machen, ey. Da nützen die bekannten Technik nix. So. Lass mich in Ruhe, verdammt! Ey, das gibt's doch nicht! Oh. Die willst du auch nicht wissen, ey. Das ist nicht gerade mein Glückstag. Da haben wir ordentlich auch zum Namen gehalten hier. Haben wir auch Okigumo no Kodachi. Aber wer ist das überhaupt? Warum greifen wir mich überhaupt an? Keine Ahnung, auf jeden Fall mal jetzt Ende der Zeitphase. Wir sind hier, wir können also noch ein bisschen ausruhen. Ah. So. Na ja, danke schön.
Können wir ein bisschen uns ausruhen noch. Das auch so ein Vorteile. Dann holen wir uns noch mal ein bisschen. Ach geil. Ich kann nicht mehr was kaufen, ne? Ja. Wo ist das leider? Na gucken, was sagt mein Inventar noch? 28. August, Morgendämmerung. Was sagt denn mein Inventar noch? Ach, wie piept das? Warum piept das wieder so? Ach, keine Ahnung. Ich hab nicht mehr viel Zeug. Rückklicksbringer. Ein besonderer Glücksbringer für Schwerter. Erhöht die Verteidigungsmodifikanten des Schwerts um 5. Gilt allerdings als Upgrade. Also verringert quasi dann die Qualität, weil man dann einen Qualitätsslot braucht. Deswegen ist das ja hier besser, wenn man Dojima noch machen lässt, weil der mehr als 5 machen kann. Aber ja, wir haben nicht mehr viele Rettiche. Wir sollten noch ein paar mitnehmen. Und naja, müssen wir dann wohl, nehme ich mal so eine mit auch noch. Ja. Ja. Wir müssen noch etwas kaufen noch unter Umständen später. Ja, wir haben ja noch Geld. Bisschen. Geld haben wir ja noch. Nicht so wild. So. Okay, was gibt's hier zu sagen? Oh, was soll ich nur tun? Oh, gerade rechtzeitig. Die Arbeit, die diesmal für Sie habe, ist einfach wieder zu beschaffen, dass es gestohlen wurde. Bedämmen Sie uns. Das, was gestohlen wurde, war sehr wertvoll. Ich muss euch ja hören. Mhm. Wirklich? Danke! Das, was wir beschaffen sollen, ist. Händler Imabaya Schatz! Der Dieb wurde selbst am Stadtrand gesehen! Bitte bringen Sie zurück, was gestohlen wurde! Und der Dieb soll seine Rettungsdaten bekommen! Wenn ihr das nicht gestohlen, nicht rechtzeitig finden, müssen wir Amahara verlassen! Bitte melden Sie sich! Na gut! Ja, mal tun! Ja, Imabaya Schatz zurückholen. Erstmal liefern wir natürlich das Schwert ab, haben wir uns gar nicht angeguckt. Was haben wir jetzt hier? Wir haben das Ukigumo no Kodachi. Hat coole Verteidigungswert, aber schlechter Angriff. Aber ihr könnt es ja jetzt mal in den Safe packen. Da gehört es nämlich immer hin, immer in Sicherheit. So. Ja, der Unterschied zu den Sachen, die man im Safe hat oder bei sich trägt, ist, wenn man stirbt. Die im Safe, die bleiben auch. Ja, und wenn man, und die halt, die man trägt, die werden halt, die halt weg dann. Deswegen versuchen wir im Waffenduell nicht zu sterben. Das ist halt das Geheimnis daran. Und wir sollen eine Nummer machen. Ja. Ja. Da ist es ja. Kidnapper. Gut, gut. Komm mir nicht zu nahe. Gib es zurück. Hm? Es gehört mir. Na das. Hey. Okay. Voll erwischt. Ja, obwohl wir eigentlich eine Frau spielen, haben wir ja auch männliche Stöhnen. Ein bisschen seltsam in dem Spiel mal wieder. So. Oh. Hey. Aber wir Verteidigung fallen lassen. So gesenkt. Ah. Haben wir glaube ich schon, aber ich nehme es trotzdem mal mit. Kann ja nicht schaden, das mal dabei zu haben. Auch wenn ich glaube, dass wir das schon mal hatten, aber ich weiß ja nicht. Botan Yuki. Aber glaube ich schon mal. Botan Yuki da. Naja. Dann kann das so weg. Brauchen wir dann nicht mehr. Dann werden wir. Können wir das wieder zurückbringen, das Baby.
Grüß Gott. Ab nach Hause mit den Eltern. Die vermissen es ja schon. So. Samurai. Ah, es ist Imabayas Kind. Vielen herzlichen Dank. Hier ist Ihre Belohnung. 700 Mon. Ah, gern gesehen. 700 Mon habe ich immer gerne. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? Ich habe wieder ein bisschen was so verbraucht. 2000 haben wir. Sollst du dann Pachi gehen und ihm von Dr. Genans Tod berichten? Ja, mittlerweile ist das sicherlich, hat er sicherlich umgesprochen. Der Tod ist der Doktor. Was machen die ganzen Verletzten jetzt, die ganzen, die krank sind? Wenn die keinen Arzt mehr haben hier in der Stadt. Was bedeutet das genau? Ich weiß es nicht. Ja. Geht es jetzt weiter? Ich weiß es nicht. Ja, geht es. Please come with me to Maikaze's room. Benya says he has something to discuss with us about Sayo. I thought you'd want to be there. I see everyone is here. Let me get straight to the point. I would like to make Sayo my daughter. You mean you want to adopt her? Yes. I have always been impressed with her honest, hard-working nature. And now that Dr. Genan has passed on, I'm sure you're all concerned about her future. I have no children to serve as my heirs. So perhaps it's fate that things should work out this way. You know, I'm sure that would make her very happy, but isn't being the heir to a prominent businessman like yourself a little too difficult for her? As you well know, she can't speak. No, no. Any child that can learn to read and write so quickly will be able to pick up the business in no time. It's just like a dream. I'm sure that nothing would make her happier. Isn't that right, Sayo? Huh? Come on! It's coming from out front. Bring out the no-name girl! You'll be in deep shit if you try to hide her. Sayo, don't go! I knew she was here. All right, hand her over. Naja, erstmal, Benia will sie adoptieren. Sie ist auch gar nicht davon begeistert, weil sie sich zu uns hingezogen fühlt. Und jetzt wollen die Sayo mitnehmen. Ich sag mal, vergiss es. What do we do if they refuse? Then we're gonna have to take her by force, fool. Oh yeah. Nani said something about that. Nani? So she's behind this. Where is Nami? We're not gonna tell you that. Yeah. Even if we told you, you'd never be able to get into Hanzaimon's place anyway. So, she's at Hanzaimon's, eh? We let it slip. Who cares? It won't matter once we've killed them all. Was sind die Dämliche? So. Hey! Was ist denn für eine Attacke, ha? Hey!
Und das? Wo hast du das gelernt? Oh. Okay. This one's too strong for us. Damn! We'll get you next time. Wait for me! Ja, wir haben jetzt einfach hier uns angegriffen. Und ja, wir haben uns in die Flucht geschlagen. Ich habe mit der Autobahn noch ein Hühnchen zu rupfen. Ja, wir haben keine Lebensenergie mehr. Wir müssen mal was essen. Wollen wir mal was rausnehmen aus unserem... Ja. Ich nehme mal den. Wir haben noch genügend. Ich hoffe, das reicht dann. Wollen wir kein Risiko eingehen, nehmen wir noch einen mit, ne? Halt nicht. Safe, da brauche ich nicht hin. Inventar muss ich. Nehmen wir noch einen mit, vorsichtshalber. Einen weiteren Rettich. Ja, wollen wir mal einen Trockenfisch. Ah, Trockenfisch sollte auch reichen. Ich will ja nicht alle retten hier, wo eigentlich macht das keinen Unterschied. Ich glaube, wo wir können nämlich, glaube ich, wenn wir noch kaufen könnten, können wir auch. Im selben Preis Rettich kaufen. Ja, eins war also übrig, weil wir noch was einsammeln könnten unter Umständen. Safe gehe ich trotzdem mal rein, weil ich glaube, wir haben auch da nichts. Ne, haben wir eben keins aufgesammelt. Aber man weiß ja nie, was so passiert in dem Spiel, ne? Ja, fangen wir den mal direkt und dahinterher. Damn! They're here! What do we do? There's nothing to do but kill them, of course. Wieder?